Hier ist der geniale Weg, wie ich dieses Video erstellt habe. Angefangen habe ich damit, einen Pingpongball in eine Pfanne zu schlagen. Nach über 30 Versuchen hat es geklappt. Als nächstes habe ich ein Ei an genau die Stelle geschlagen, wo der Ball vorher lag. Beim Editieren habe ich das Ei ausgeschnitten, als es in die Pfanne aufgeschlagen ist. Dann habe ich gerade, wo der Ball aufkommt, das Ei hinzugefügt. Aber jetzt gab es nur noch das Problem, dass der Ball immer noch zu sehen war. Deshalb habe ich das Löschtool verwendet, um kleine Teile vom Video mit dem Ball zu ersetzen. Und fertig ist das Video.